Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Siedler 6, Aufstieg eines Königreichs. Ja, kurz nach dem Laden kam gleich die Meldung, ein Steinmetz fehlt es an Stein. Oh, unsere Steinmetze sind alle. Ja, wir sind immer noch in der Mission Montecito. Der Name klingt so toll. Und sollen jetzt den roten Prinzen erledigen. So gut wie erledigt. Auf dem Weg. Unser Dieb wurde Auf entdeckt. dem Weg. Oh, Hilfe. Auf dem Weg. Ja. Also Munitionskarten und Katapulte stehen hier jede Menge herum. Unser Dieb wurde entdeckt. Natürlich. So wie es aber aussieht, hat die Bastion des Roten Prinzen nicht mehr viel Unser zu Dieb bieten. ist in einen Hinterhalt geraten. Unser Dieb hat eine Wagenladung Rohstoffe aus ihrem Lagerhaus entwendet. Hauptsächlich Bogenschützen. So, wir wollen noch an die Katapulte kommen, dass es das Ganze etwas leichter macht. Dazu brauchen wir Bannermachereien. Errichten wir mal eine hier. Und ja, eine hier unten. Also ja, und ich frage mich, was passiert, wenn der Timer abgelaufen ist. Weil die Mission stimmt ja leider hinten und vorne nicht mehr ganz. So wirklich. Den Angriff des Roten Prinzen, den haben wir nämlich schon längst hinter uns gebracht gehabt. Unsere Armee sieht gut aufgestellt aus. Wie viele Truppen haben wir denn so? Ach, wir könnten noch Schwertkämpfer gebrauchen. Oh, aber ich wollte ja auch die hier noch nachrüsten. Eins, zwei, drei. So, das sollte reichen. Wie ihr wünscht. Petit. Schon unterwegs. Ja, da nehmen wir dem Roten Prinzen erst die beiden Außenposten noch weg. Dann steht eigentlich nur noch seine Hauptbasis im Weg. Die wir dann als letztes kaputt machen müssen. So, Bannerträger. Oh. Und ich brauche Wolle. Auf euren Befehl. Was haben wir denn im Überfluss, was wir mal verkaufen könnten? Jede Menge Holz. Ans Kloster. Unsere Truppen werden angegriffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja gut, die können wir ersetzen, wenn es sein muss. Und ja, Heilkräuter können wir auch absetzen ein bisschen, auch ans Kloster. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Verstanden. In den Kampf! Schon unterwegs. Ein Außenposten wird angegriffen. Die wollen den Außenposten einnehmen, habe ich das Gefühl. Auf euren Befehl. Sofort. Unsere Truppen werden angegriffen. Ei. Und da ziehen sie sich schon wieder zurück. Ei. Dann besetzen wir den Außenposten mal wieder, dass er repariert wird. Gucken mal, was in einer halben Minute passiert. So, Wolle.
So, die Bannermacher weiter ausbauen. Jawohl! Verstanden. Ja, ich kann mir halt keine Schafe leisten. Oh, und unser Fest ist zu Ende. Das ist auch gut. Wir könnten ein neues Fest geben, aber das machen wir, glaube ich, dann, wenn wir zum Großangriff übergehen. So, jetzt wäre aber die Wolle nicht schlecht. Und ja, über das Stadttor können wir jederzeit die Steine putzen lassen. Müssen sie dann aber auch wieder ersetzen. Ja gut, das war einfach mal zum Testen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wie ihr wünscht. Ja, jede Menge Munitionskarren. Da können wir uns vielleicht ein paar dann auch schnorren. Wenn wir dann mit unseren Katapulten angerückt kommen. Ja, noch wuseln seine Truppen umher. So, es wird Banner gemacht, es wird Banner aufgehängt. Wir haben wieder ein bisschen Wolle. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zwei Packen Wolle haben sie schon wieder. Aber wir haben auch gleich alles, was wir brauchen für den Marquis. Nein, für den Herzog. Zusammen sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Da. Dann gehen wir nochmal Wolle kaufen. Oh, da oben das mit den Ehefrauen hängt leider. Fällt mir gerade so auf. Da marschieren sie wieder raus, weil ich in ihr Territorium latsche. Verstanden. Auf euren Befehl. Sofort. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Oh, das ist sogar noch besser, dass er jetzt den Hafen ansteuert.
Ja, jetzt haben wir nur noch eine verarmte Apotheke. Wir können ja mal zwei Tischler aufstellen. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. So. Okay, wir hätten gern den Gaukler. Söldner nicht. Und zwei Pfund Salz. Verstanden. Auf euren Befehl. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Seid auf der Hut! Sofort! Beschützt dies! So. Haltet die Augen offen! Jawohl, schon unterwegs. Ihr beide bleibt erstmal zurück. Seid auf der Hut! Der Gaukler ist in der Stadt. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Zum Angriff! Verstanden. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Angriff. So, reißen wir die Mauer ein. Auf euren Befehl. Kämpft weiter. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Alles klar. Verstanden. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Nicht aufgeben! Ei. Stürmt los. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So, und dann können wir den aus dem Posten einnehmen. Wir haben ein Territorium eingenommen. Schon unterwegs. Die drei zusammenpacken. Wo sind unsere Munitionskarren? Unsere Truppen werden angegriffen. Da. Ei. Alles klar. Wie viele Truppen haben wir? Oh, wir haben nicht mehr so viel verloren, wie erwartet. Schon unterwegs. Hauptsächlich Schwertkämpfer, aber die können wir ja leicht ersetzen. Jedenfalls einen kleinen Trupp. Schon unterwegs. Na bloß, die müssen aufgestellt sein. So. Jawohl. Dann mal auf ins nächste Gebiet. Ja, hier sollte der Widerstand sehr gering sein und das Tor ist auch schon angeschlagen, was gut ist. Alles klar. Ziehen wir auch mal die Truppen hier. Schon unterwegs. Zusammen. Sofort. Auf euren Befehl. Nicht aufgeben! Wir werden angegriffen, wie ihr wünscht.
Jawohl! Stürmt los!